Energieexplosion, der können wir locker ausweichen. Brennende Hand blocken. Energieschuss ablenken. Energieexplosion ausweichen. Ah, nee, so machen wir das. Jetzt zaubert er wieder seine Feuerrüstung, okay. Das wird dann nochmal ein bisschen nervig auf die letzten 100 Meter. Energieexplosion. Nicht wirklich was. Und guckt euch mal unseren Skillbalken an. Wir sind jetzt Level 5. Du reroadst mal, nimmst das wieder, wenn du attacked bist. Donnerkrachen. Ich kann da keine Punkte, weil ich 4 Punkte bräuchte. Dann machen wir es so. Bei dir. Das behältst du schön bei und die anderen beiden sind auch okay. Oder? Nee, ich glaube, Heileffekt ist besser, wenn wir den Heileffekt steigern. So, jetzt kann ich nur treten und spotten. Und bei ihm? Ah, Alter. Ja, lassen wir das so. Das ist okay so. Das heißt, noch mehr Käse raus. Der Schinken kann raus. Okay. Da geht's runter. Da ist noch ein Oblivionstein. Jetzt hat er aber 4 Lebenspunkte wieder. Ah. Oh, Fake Wall. Noch ein Oblivionstein. Stirbt er denn nie? Du hast dich bisher gut geschlagen. Beenden wir es. Ist sie Conduits. Okay. Okay, die Conduit heilt. Schlag. Hä? Oh, Reihenfolge ist hier übrigens falsch. So.
Energieexplosion. Brennende Hand, alles mögliche. Ich habe keine Massenheilung mehr. Das ist schlecht. Er schlägt jetzt nur noch, okay. Ach, das ist falsches Feuerball. Okay, die grünen sind Heilungen. Die anderen nicht. Au. Was macht hier Schaden? Vielleicht sollte ich ihn mal ignorieren einfach. Gut, versuchen wir das Ganze noch einmal. Ich glaube, ich muss ihn immer vor die Dinger boxieren. Ja. Bei dir sei es richtig, bei dir nicht. Das kommt nämlich nach da, das nach da, das nach da. So. Okay, das eine macht Schaden, das andere... Nee, macht dunkler Verfall. Interessant. Okay. Das heißt, eins von den Heildingern schießt gleichzeitig mit einem von diesen Schadensdingern. Ist die Frage, kann ich ihn so boxieren, dass er... das Schadensding abkriegt? Ich glaube, als nächstes hat das an der Wand geschossen. Und ich glaube, das hier. Also das ist ein Schadensding. Das dürfte ein Schadensding sein. Bei den restlichen muss ich gucken. Da ist eine Conduit. Für das Ding da. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier rüber. Und bleib einfach mal hier stehen. Dann betteln wir. Gucken mal, was passiert. Immer schön den Energieexplosionen ausweichen. Das da kann ich anmachen. So und so. Brennende Hand unterbrechen. Energieexplosion.
Gut. Oh, ah, da hinten. Ah, dieses Gesicht spuckt gleichzeitig. Gut, sollten wir uns merken. Kann ich nur nicht hier von hier aus. Irgendwas ist hier sowieso interessant, wenn man sich die Abschrägungen ansieht. Naja, ich habe das Gefühl, die an den Wänden hier spucken böse Sachen. Die an den Wänden hier spucken gute Sachen. So ungefähr, ja. Das heißt, als nächstes muss ich ihn hier rüber boxieren. Komm, Energieexplosion. Eine brennende Hand, hä? Ja, ich sollte wirklich gucken, dass ich normal gegen ihn kämpfe. Energieexplosion, der kann ich ausweichen. Ah! Okay, das heißt, ich kann jetzt hier rüber gehen. Ja, ich brauche die Heilung, ganz ehrlich. Wobei, ich habe Heiltränke mehr als genug. Ist aber gut, dass er extra Schaden nimmt. Ich hab, wie viel? Ja, mehr als genug Heiltränke. Das unterbrechen. Heilung. Heilung. Wir machen es anders. So. 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 Ich hoffe einfach mal, dass dann als nächstes der da schießt. Okay, als nächstes sollte wieder der schießen und der hinter mir. Das probieren wir noch aus und dann sollten wir wahrscheinlich einen Cut machen. Okay, brennende Hand, die können wir blocken. Ja, Mist, genau, ich hätte ihn hier in die Ecke locken sollen, damit das der auf ihn schießen kann. Okay, die Dinger scheinen random auf ihn zu schießen. Hä? Also die Dinger schießen nicht random. Aber die anderen, die Heilteile schießen random. Gut, ich würde aber sagen, da ich hier schon ein bisschen überziehe, verschieben wir das Ende auf eine kurze nächste Aufnahmesession. Das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht merken, wenn ich das einspiele. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Also sehen wir uns gleich wieder nochmal zum Anfang des Falls. Weil ich habe eh das Gefühl, dass wir ein bisschen Fehler gemacht haben. Okay, also bis
Bis gleich.